Und es ist tatsächlich Nigga X. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Puki. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute gibt es mal wieder Pokémon Booster Opening Session. Wir haben hier 5-mal Pokémon Ultra Prisma von Sonne und Mond am Start. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was hier drin sein wird. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo. Und in der Videobeschreibung verlinke ich euch nochmal die Playlist zu allen Pokémon Booster Openings, die wir bis jetzt gemacht haben. Da war auf jeden Fall krasser Shit dabei. Also Leute, check it out. So Leute, wir haben jetzt hier die 5 Booster am Start und ich bin sehr gespannt, wie ich schon gesagt habe. Das Ding ist, kurze Geschichte dazu, zu diesen 5 Boostern. Diese 5 Booster habe ich mir mit insgesamt, also 4x5 habe ich mir insgesamt geholt auf Amazon von verschiedenen Erweiterungen. Zum Beispiel jetzt hier Ultra Prisma. Mein Bruder hat sich nochmal, keine Ahnung, Nacht in Flammen und mein anderer Bruder auch nochmal. Das habe ich alles geholt auf Amazon, jeweils 5 Packs. Und die kann man so kaufen. Und das Ding ist, in diesen ersten 10 Packs von meinen Brüdern war keine GX drin. Und meine aktuelle Bilanz von den ganzen Displays und so her, oder von dem Display bis jetzt, war eher so, ja, aus jedem 6. Booster eine GX. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das Ganze hier auf Amazon ein bisschen verfälscht ist, beziehungsweise einfach eine Abzocke ist. Hier haben wir übrigens noch einen Booster am Start, Aufziehen der Sturmröte, und ich habe noch einmal Nacht in Flammen. Der wird dann demnächst auch geöffnet, aber jetzt würde ich sagen, erstmal Ultra Prisma 5-mal. Wir beginnen mit Solgaleo. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Weiß ich jetzt endlich, wie diese Karte heißt? Ich habe keine Ahnung. Leute, lasst trotzdem einen Daumen nach oben da. Wir werden heute feststellen, ob das eine Abzocke ist oder nicht. Und dann kann ich euch auch sagen, ob ihr die kaufen solltet oder nicht. Weil bis jetzt, wie gesagt, war das auf jeden Fall ein bisschen low. So, ihr habt jetzt hier erstmal den Online-Coding. Könnt ihr gerne einlösen, wenn ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen, beginnen wir auch schon. Wir müssen es natürlich erstmal wieder sortieren und ich will die letzten 2 Karten gar nicht berühren, dass ich auch gar nicht irgendwie einen Verdacht schöpfen kann, ob es jetzt eine krasse Karte ist oder nicht. Und ich würde sagen, oh, wir beginnen direkt mit einem Schlurp. Richtig, richtig cool eigentlich schon mal. 100 KP ist auf jeden Fall am Start. Ein Venufliebis. Das sind auf jeden Fall jetzt alles Karten, die ich noch nicht haben sollte. Das ist schon mal ganz cool. Charmian, auch ziemlich nice. Driftlon, auch ziemlich cool eigentlich die Karte. Alola Sandan, nice. Das ist auch nicht schlecht. So, dann haben wir einmal Psychoenergie, Alola Dictree, Fluchtbord. Ja, habe ich auch noch nicht. Dann geht es weiter mit einem Kinoso. Einmal Toxiquax. Das sieht doch nice aus. Reverse Holo, und ich sehe schon, dahinter ist keine GX. Wir schauen sie gleich an, aber erstmal hier Reverse Holo. Richtig nice, auf jeden Fall Psychoenergie. Toxiquax, 100 KP und Roserade. Okay, 100 KP. Blumenmixer, was? Okay, das waren jetzt mal die 2 seltenen. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Pack. Wenn in einem Pack ja nichts drin ist, heißt es ja nicht. Ich meine, insgesamt wurden jetzt schon 11 geöffnet von diesen sozusagen, die man auf Amazon als 5er Packs bestellt. Aber ich lasse mich da jetzt noch nicht unterkriegen. Wir schauen einfach, ob es möglich ist, da eine GX zu ziehen. So. Jetzt wieder 4 und wieder 2, zack, zack. Ich will jetzt auf jeden Fall eine GX haben, das wäre schon eine ziemlich feine Sache eigentlich. So, Skunkaboo. Electek, ziemlich, ziemlich coole Karte. Dann haben wir einmal ein Haspiror, also Ultra Prisma, gibt es auf jeden Fall sehr, sehr nice Karten. Bumbungus, habe ich zwar schon, aber egal. Ein Magma, einmal Blitzenergie, einmal Kramchef. Einmal Panpyro, das sieht auch cool aus. Das kenne ich sogar noch von früher. Zack, einmal Pokémon Fanclub. Einmal Piondragi. Sieht auch ziemlich cool aus. Reverse Holo, wieder Psycho. Dahinter keine GX. Und es ist ein Shaymin. Nice. In Holo. Sieht richtig, richtig gut aus. Hier habt ihr den Holo-Effekt auf jeden Fall am Start. Ich muss mal die Softbox ein bisschen besser adjustieren. So, jetzt sollte man vielleicht ein bisschen mehr sehen. Das ist der Holo-Effekt von diesem Shaymin oder Shaymin. Richtig, richtig cool, 80 KP und hier nochmal Piondragi. Okay, bis jetzt keine GX. Leute, wir haben noch 3 Packs. So, ich meine, ich kann mir ja auch keine GX erwarten, das ist natürlich klar, aber es wäre natürlich schon eine schöne Sache. Na gut, weiter geht's. Hier erstmal wieder den Online-Code, den könnt ihr gerne einlösen. Dann geht's weiter, zack und zack. Ein Magnetilo, ziemlich coole Sache. Ein Barmelin in einem anderen Artwork, noch ein Magnetilo, aber in einem anderen Artwork.
Was geht denn hier ab? Glibunkel. Okay. Bronzel. Kenne ich sogar auch. Feenenergie einmal. Magneton. Direkt die Weiterentwicklung. Oh lol. Kommandutan. Was ist das für ein Pokémon? Habe ich noch nie gesehen. 120 KP, auch ziemlich cool. Drift Zeppeli, auch ziemlich nice. Roselia in Reverse Holo, ziemlich fresh eigentlich. Ich ziehe jetzt halt neue Karten, von dem her lohnt es sich halt schon. Und es ist tatsächlich eine GX. Palkia GX, ich nehme alles zurück, Leute. Ich nehme alles zurück. Ich habe die überhaupt nicht gesehen, dass die da irgendwie hervorglitzert. Palkia GX. Alter, nice. Ich hab die zwar schon, aber... ja, warte, ich hol mal die andere und tüte die erstmal ein. Oh, die Softbox fällt um. Das Centering von dem Park hier ist richtig schlecht. Also, das muss man schon sagen. Hier oben ist ein viel größerer Rand. Und wenn wir jetzt das vergleichen, das ist übrigens ein anderes. Lol. Das ist einfach ein anderes. Okay, dann ist das auf jeden Fall ganz gut. Einmal in Gold und einmal in Blau. Ich werde das jetzt direkt in die Tüte tun. Die anderen Karten, die seltenen von den... Von dem Pack-Opening kommen natürlich auch in die Tüte, das ist gar keine Frage. Aber zuerst mal das Palkia, was noch das Wertvollste ist von denen hier. Okay, rein damit. Alter, das geht ziemlich schwierig. Ich will die Karte natürlich auch nicht zerstören, aber da ist sie auch schon drin. Ziemlich nice, Palkia GX. Richtig schöne Holo-Animation mal wieder am Start. Und ja, dann würde ich eigentlich fast sagen, ich nehme das zurück, dass man aus diesem 5er-Pack von Amazon nichts ziehen kann. Wir hatten halt schon die Vermutung so unter uns, und also wir, ich und meine Brüder, dass die halt einfach da die Päckchen abwiegen oder so, was natürlich auch möglich ist, und sich dann die schwersten raussuchen und nur die leichtesten rausdroppen, weil die Holo-Karten bzw. die GX-Karten wiegen einfach immer ein bisschen mehr. Aber anscheinend ist das doch nicht der Fall, dann muss ich das zurücknehmen. Ich verlinke euch einfach mal dieses 5er-Pack Ultra Prisoner in der Videobeschreibung und das könnt ihr gerne mal abchecken. Vielleicht kauft ihr euch ja auch und vielleicht habt ihr auch Luck dabei. Okay, let's go. Dann schauen wir das nächste Pack an. Wieder hier der Online-Code. Dann das gleiche wieder. Ich will die letzte natürlich wieder nicht angreifen. So, ich mache es immer ganz vorsichtig jetzt. Ich bin echt gespannt, was da jetzt noch rauskommt. Ultra Prisma erstmal Palkia gezogen. Richtig nice schon mal. So, Hippopotas. Okay, Riolu. Alola Dicta. Plinfa, richtig süßes Pokémon. Läuft auf jeden Fall. Molunk, auch ein neues Pokémon in meiner Sammlung. Einmal Kampfenergie. Ewiger Kristall. Krüppuk, hatte ich schon, aber in einem anderen Artwork. Rotom, ich dachte schon, das ist irgendwie ein Holo, Reverse Holo. Ah, da haben wir es. Shaymin in Reverse Holo. 80 KP, gleiches Artwork, nur halt Reverse Holo. Und ein Wasch-Rotom. Okay. Rotomotor und Waschpfeil, 90 KP. Naja. So, dann haben wir auch schon das letzte Pack am Start für heute. Das geht eigentlich relativ schnell und dieses Pack ist richtig schlecht gemacht. Keine Ahnung, hier oben noch dieser Rand, auf jeden Fall nicht gut gesentert. Das geht ja bei den Packs auch. Eigentlich ist es voll egal, aber mir ist es jetzt gerade nur aufgefallen. Deswegen wollte ich es auch mal eben sagen. So, das ging irgendwie ein bisschen schwieriger auf. Das ist schon mal der Hinweis, dass da hundertprozentig eine GX drin ist, oder? So, let's go. Wir haben zack 4 und zack 2. Let's go. Ich will jetzt hier eine richtig geile GX ziehen. Okay, Kikugi. Nices Pokémon. Haspiror. Okay. Hippopotas. Läuft. Quartermark. Nice, habe ich auch schon, aber in einem anderen Artwork. Shinux. Ey, wir ziehen jetzt echt coole Pokémon. Das kenne ich auch noch. Ich glaube, vom Pokémon... Diamant, ich will jetzt nicht lügen, aber kommt mir bekannt vor. Stahlenergie, Jan Mega, Volkner, Cognodon, Magnetilo in Reverse Holo, auch ziemlich cool, und Toxiquax, 100 KP. So Leute, das war's jetzt hier, das ist die Ausbeute. Eigentlich bis auf das Palk hier jetzt nicht so krass, aber immerhin eine GX aus 5 Packs. Das ist ja schon mal nicht so schlecht, würde ich mal behaupten. So. Also, das sind die Karten, die wir gezogen haben. Nochmal hier im Schnelldurchlauf. Toxiquax, Magnetilo, Roselia, Waschrottom, Shaymin, Piondragi, Shaymin, Roserade. Keine Ahnung, wie das eine seltene sein kann. Und nochmal Toxiquax, aber in Reverse Holo.
Und dann hier in meiner ultra krassen Deckbox, die ich mir jetzt extra zugelegt habe, dass die Karten hier ein bisschen überleben und nicht so kaputt gehen, ist jetzt auch noch mein Palkia GX am Start. In Gold und nicht in Blau. Ziemlich, ziemlich nice Sache. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, war es jetzt hier mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Lasst auch mal ein kostenloses Abo da. Checkt auf jeden Fall die Playlist in der Videobeschreibung aus und nachher auch in der Endcard. Da verlinke ich euch alle Openings, beziehungsweise die ganze Playlist mit allen Booster Openings, und bald werden wir diesen Display öffnen, aufziehen der Sturmröte, und den habe ich auch am Start, Sonne und Mond, Nacht in Flammen, richtig nice, da will ich auf jeden Fall einen Glurak GX ziehen. Oh, ich habe schon kaputt gemacht, ich freue mich schon so auf diesen Display, das wird richtig nice. Also Leute, eigentlich ziemlich coole Ausbeute, die anderen GX will ich euch nicht zeigen, die seht ihr dann sowieso in den anderen Openings. Ja, Palkia GX, wir sehen uns, Leute, haut rein, bis dahin, ciao.